Mein Name ist Julia, ich studiere Geoinformatik im fünften Semester und ich habe gehört, ihr habt ein paar Fragen für uns, die ich euch gerne beantworten würde. Ich habe vorher schon die Ausbildung zur Geomatikerin gemacht und dafür habe ich mich tatsächlich entschieden, weil eine Freundin mich auf ihre Ausbildung als Geomatikerin hingewiesen hat. Und als ich gehört habe, ja, dass so die Zusammenarbeit quasi von Mathe, Physik und auch Informatik ist, fand ich das sehr interessant und wollte unbedingt die Ausbildung ebenfalls machen. In den ersten Semestern ist es so, dass man die Grundlagen nochmal wiederholt, Mathematik, Physik zum Beispiel. Und ab dem dritten Semester fängt es dann an, dass man eher die Kompetenzen wirklich der Fächer Geoinformatik und Geodäsie erlernt. Bei mir ist es aktuell so, dass ich dienstags in Präsenz hier in Bochum bin. Dann ist es so, nach dem Frühstück kann ich Gott sei Dank zur Uni laufen, habe momentan auch keine Probleme mit den Streiks und der Bahn. Und danach, ja, habe ich ungefähr bis 14 Uhr Uni, komme dann zurück in meine WG, dann kochen wir meistens zusammen und machen irgendwie einen Spieleabend oder einen gemeinsamen Fernsehabend. Am Studiengang gefällt mir besonders, dass man einmal technisch arbeiten kann, aber trotzdem auch so ein bisschen kreativ arbeiten kann, da man immer unterschiedliche Themengebiete in Karten darstellen soll. Außerdem ist es hier an der Hochschule sehr schön, dass die Betreuungsrate von Professor und Studenten wirklich sehr klein ist. Man ist eben in kleinen Kursen zusammen und hat deswegen einfach eine gute Betreuung. Tatsächlich war ich ein bisschen überrascht darüber, dass in der Hochschule man einfach so oft bekannte Gesichter sieht, dass eben einfach nicht so groß ist. Also diese Anonymität, die man sonst so von Universitäten kennt, ist hier einfach nicht, sondern man ja, sieht einfach immer bekannte Gesichter und kann sich eigentlich immer mit irgendwem unterhalten und hat jemanden, mit dem man zum Beispiel in die Mittagspause gehen kann. Ich glaube, die größte Herausforderung wirklich in meinem Studium war einfach die Anfangsphase, sich umzustellen auf das Studium, dass man eben ja immer für sich selbst verantwortlich ist und auch keine Hausaufgaben mehr aufkriegt, wo man dann automatisch immer so ein bisschen mehr mitnimmt aus den Veranstaltungen, sondern sich wirklich hinzusetzen und auch aktiv was dafür zu tun. Ich denke, bei dem Studium ist vor allem wichtig, dass man gute Grundkenntnisse in der Mathematik und auch in der Physik hat, da sich vor allem in den Fächern die meisten Studierenden am Anfang schwer tun. Für die Hochschule Bochum habe ich mich entschieden, da es eben ein sehr praxisnaher Studiengang ist und eben die Entfernung zu mir in die Heimat nicht so weit ist, dass man eben noch mal schnell am Wochenende nach Hause fahren kann. Mein Tipp für dich ist auf jeden Fall, die Erstsemesterveranstaltung mitzunehmen, zum Beispiel Vorkursangebote mitzunehmen oder auch ja, sich nachmittags dann mit den anderen Erstis zu treffen und die eben mehr kennenzulernen, um vielleicht auch spätere Lerngruppen bilden zu können. Bei mir ist es aktuell so, dass ich jeden Dienstag in Präsenz an der Uni bin und den Rest oder die restlichen Veranstaltungen in der Woche von zu Hause erledigen kann. Ich regel das jetzt momentan für mich persönlich so, dass ich montags nachmittags hinfahre und donnerstags schon nach Hause fahre, dass man eben nicht diesen Pendlerstress hat auf der Autobahn oder in der Bahn. Und ich finde, das klappt jetzt ganz gut mittlerweile. Im ersten Semester war es noch so, dass ich komplett von zu Hause gearbeitet habe und da eben die Motivation doch ein bisschen fehlte. Und wenn ich jetzt hier so in meiner Lernumgebung bin, fällt mir das doch um einiges leichter. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und falls ihr noch Fragen habt, wendet euch einfach an die Botschafter.